hier wohnt Sue jetzt. Schauen wir mal rein. Ja, hallo, einen wunderschönen Danke. Guten Morgen. Ich muss Ihnen aber leider mitteilen, ich habe gar nichts bestellt. Aber wir wollten nur... wir wollten das Interview wegen der Haustour mit Ihnen führen. Ach, die Haustour. Ja, genau. So ist das also. Ja, dann kommen Sie rein. Es tut mir leid für mein Verhalten gerade. Herzlich willkommen in der neuen Million, Villa. Oh. 4,9 Millionen, nicht 9. Was ist denn das? Willkommen in der neuen Million, Villa. Ich zeige Ihnen mal alles. Herzlich willkommen erstmal. Wir können ja erstmal hier gerade auf der rechten Seite starten. Wie Sie sehen, haben wir eine Menge Bücher. Wir sind hier auf jeden Fall sehr gebildet. Wir versuchen uns zu bilden, wo es nun geht, an welcher Stelle auch immer. Ja, du kannst dir mal kurz vorstellen, was du gerade am Lesen bist, ja, mein Sohn? Ich kann gar nicht lesen. Du hast übrigens auch deine Brille falsch rum auf. Dann zeige ich Ihnen mal unseren Spiegel. Wurde damals aus dem Antiken mitgebracht, ja. Ich glaube, wir werden hier bei dem Spiegel bei sage und schreibe. Wie teuer ist der Spiegel? 2,9 Milliarden. 4 Milliarden? Und deshalb kommen Sie mal mit. Haben Sie vielleicht Fragen zu unserer Bücherei? Also, ja, sind die denn wirklich von Ihnen geschrieben? Sind die Bücher von Ihnen geschrieben? Alle? Alle, per Hand. Per Hand? Einzelstücke, Unikate. Unikate, also Einzelstücke? Alles. Haben Sie damit Geld? Ja. Aber wenn Sie so eine Karte sind, wie verdienen Sie damit Geld? Das sind mir zu viele Fragen. Ja. Hören Sie auf damit, hören Sie auf. Der kann keine gescheiten Antworten geben. Das ist unser Chill-Bereich, wo wir wahrscheinlich noch nicht einmal waren. Warst du schon mal dort? Hast du dich da hingesetzt und hast hier ein bisschen gespielt? Na klar, jeden Tag, guck rein, Backgammon. Hast du einmal bis jetzt Backgammon gespielt oder was? Du weißt doch nicht mal, wie das Spiel funktioniert. Wirklich. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Wie Sie sehen, ist das unser Esstisch, der bis jetzt noch nicht einmal benutzt wurde. Sehr schlau ich an dieser Stelle. Leider hast du nicht gut geputzt, was ein bisschen schade ist. Es tut mir leid, ich bin der Putzmann hier. Ja, ich dachte, Sie haben die Bücher geschrieben. Alles. Oh. Alles. Ihre Wasserflasche haben Sie leider auch vergessen. Das tut mir leid. Ich zeig dir mal etwas, was wirklich hier Kunst, auch als Kunst betitelt werden kann. Sehen Sie das? Wissen Sie, wer das ist? Nee, wer ist das denn? Das ist Lüssop. Lüssop vom Bisse. Wissen Sie, wer der Künstler ist? Nee. Gucken Sie mal genau hin. Kiane Samant. Dieser Künstler Ihnen was zeichnet, dann wissen Sie, es hat höchsten Wert. Allerhöchsten Wert. Kommen Sie mit? Kommen Sie mit? Ich zeige Ihnen unser Wohnzimmer. Was machen Sie da gerade? Ich wollte mir was trinken. Leute, und damit herzlich willkommen. Wir machen natürlich hier wieder ganz normal auf Sue Art und Weise weiter. Und nimmt das gerade nicht ernst, auch diese ganzen Preise, die wir genannt haben. Aber 4,9 Millionen scheint wirklich zu stimmen. Wir haben leider jetzt schon das Hide and Seek Video vorher aufgenommen. Da hatte ich aber auch 9 Millionen gesagt gehabt, weil wir das alle anscheinend im Kopf so hatten. Aber dann hatten wir hier in dieser Zeitschrift von dieser Villa, wo wir das auch gesehen haben. Hier kann man sehen, 4,9, das ist zu krank einfach. Ja, hier ist das Wohnzimmer. Hier haben wir ein Geschenk von unserem Kameramann, der gerade hier nicht zu sehen ist, aber der hat das mitgebracht. Das Bild hatte Kianis mitgebracht, als ich hier zu Besuch war. Hier chillen wir eigentlich auch direkt, ne? Also hier ist gar nicht eigentlich, tatsächlich. Was? Sagt gar nichts tatsächlich eigentlich, ne? Ja, ab und zu liegt sich, hier ist das Fernseher auf einmal angegangen. Gefühlt habe ich auch noch nie gesehen, dass der Fernseher angegangen ist. Ja, das habe ich auch gemacht. Hier schläft manchmal der ein oder andere, hier essen wir, hier sitzen wir. Da haben wir so ein bisschen Cornflakes, Haferflocken, habt ihr ja in den Insta-Stories immer gesehen, Haferflocken jeden Tag, White Gainer. Da haben wir noch ein bisschen Eiweißpulver. Die Küche sieht heute ausnahmsweise mal wirklich Hammer aus. Im Vergleich zu den anderen Tagen. Trotzdem geht es noch ein bisschen schöner, ne? Was haben wir im Kühlschrank? Das ist auch immer interessant zu wissen. Was haben wir im Kühlschrank drin? Nicht so übertrieben viel gerne. Bro! Wer hat sich bitte... Überleg mal, Leute. Wer kauft sich bitte so viel Ingwer? Das kann ich erklären. Ich war krank und es war mindestbestimmt. Bist du nicht teuer? Es war mindestbestellt. Er kauft sich einfach für Wintervorrat. Wir haben gerade so. Zeig mir bitte diese Zitrone, ja? Der Junge kauft Zitrone einfach für nächstes Jahr. Bro, okay. Schoko-Zitrone. Du bist 3 Zitronen, 4 Zitronen, 5 Zitronen. Aber okay. Es war das mindestbestellt. 4 Kilo von beidem. Was haben wir noch? Chicken, das müssen wir auch noch später essen. Hier haben wir noch so ein paar Gewürze. Auch erstmal uninteressant, da unten Eier, jeden Tag auch Eier essen. Ich weiß, zu viel ist nicht gesund, bevor ihr gleich alles schreibt. Alles in Maßen genießen vorne, immer alles in Maßen. Mikrowelle, Abstellraum so, da müssen wir eigentlich auch, ich zeig das mal kurz. Ist halt Abstellraum so, wo Müll und alles reingetan wird. Geliefert. Alles klar, geliefert von uns. Deine Brille hast du nicht vergessen. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ich komme. Wie könnte ich in diesen Raum reingehen? Kurz mal das Licht anmachen. Gäste-WC,
Ja, ist okay. Klein, leiden, kann man machen. Kann man machen. Was haben wir noch? Wir können jetzt erstmal nach oben oder wir gehen nach unten. Oben ist Lofty und Co. Das kommen wir, dazu kommen wir auch gleich. Wir gehen erstmal unten. Wir hätten auch theoretisch von unten komplett anfangen können. Aber, komm, wir zeigen euch erstmal alles, was unten ist. Unter der Treppe, was ist unter der Treppe, ist gerade dunkel. Aber da sind auch so ein paar Kissen, Internetkram, Kabel, Marvel. Kannst du mal ganz kurz zeigen, damit die halt vielleicht... Für Hide and Seek ist halt das wichtig, wisst ihr? Wie gesagt, wir haben Hide and Seek gemacht. Damit ihr auch so einen Einblick bekommt, wo oder wie man sich verstecken kann, ist halt quasi... Vorführung für das Hide and Seek Video. Leute, hier kann man auch chillen, Fernseher. Hier. Hier ein bisschen noch gecuttet und alles. Dann haben wir hier ein cooles Bild von VKs Frau Marilyn Monroe. Meine Frau. Dort drüben ist sie noch einmal. Das sind meine Eltern. Und wer ist das? Das sind meine Eltern. Jawohl. Abu Bakr. Und. Eichigel. Hier haben wir die Sofa von KFC geklaut. Ich hab vorhin gesagt, die sehen aus wie knallrot wie aber für KFC. Leute, dann können wir hier ein bisschen Billard spielen, aber wir haben, glaube ich, noch nicht einmal richtig eine ganze Runde Billard gespielt. Ich mache nur einen Versuch, wenn ich treffe, dann ist G, wenn nicht, dann... Ja, danke. Du hast auch noch... Oh mein Gott, der ist reingegangen! Hey, der ist reingegangen! Scheiße, hat man nicht gesehen, ne? Ja. Ja, könnt ihr mal sehen, wer gegen mich spielen will, Leute, mit einem Satz, bitte Bescheid geben. Was haben wir hier noch so Tolles? Eine Bar, Diamantenspiegel, eine Bar. Falls jemand irgendwie zu Besuch hier ist, kann er sich irgendwie Kissen auswählen. Hier ein bisschen Abstellraum, so zack, zack, zack. Hast du kurz gezeigt? Kannst ja auch die negativen Seiten zeigen, ne? Wenn es ein bisschen hier dreckig ist und alles. Aber trotzdem auch ordentlich reingeräumt, muss man ja auch sagen. Dazu kommen wir gleich, Leute. Ich sag euch, dieses Haus ist eigentlich riesig. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video wird, ne? Aber in der Nacht ist dieses Haus so übertrieben gruselig. Es gibt Räume, du gehst in einen Raum rein und kommst dann woanders wieder raus. Zum Beispiel, das ist jetzt eher weniger, aber hier ist auch so Abstellraum. Hier kann man so, hier sind so Sachen drin wie alte Matratzen, Leiter, Meiter, Ventilatoren und hast du nicht gesehen. Und dann kommen wir mal zu etwas, wo ich mir denke, dass viele das vielleicht cool finden werden, aber haben wir leider auch nicht einmal bis jetzt benutzt. Was haben wir hier so cooles? Sofa, Beamer, hinter dir, Leinwand. Und das ist jetzt das Ding, Leute. Wenn du durch diese Tür gehst, ja, das packen wir jetzt nicht in dieses Video, weil das viel zu lang wird. Wenn du hier durchgehst, kommst du in den Keller rein und dann kannst du wieder durch Türen und Türen und dann kommst du irgendwo raus und das ist in der Nacht so gruselig. Bro, sollen wir mal irgendwann in der Nacht so ein Horrorvideo machen, wo man vielleicht auch sagt, irgendeiner darf den anderen erschrecken. Du wirst dich erschrecken, das ist das Ding. Hey, ja, safe. Also kann man machen, klar. Und da drunter, guck mal, diese Kissen, die wir hier drunter gelegt haben, hat einen Grund. Komm raus, ich will mal ein bisschen raus erzählen. Diese Kissen, die wir da drunter gelegt haben, diese Kakerlaken hier, Leute, ne? Die sind so fett, so groß wie meine Hand. Ja. Und deshalb haben wir diese Kissen, dass sie nicht unter diese Türen kommen, weil manchmal kommen die da durch. Hier haben wir noch ein Badezimmer. Komm mal mit. Das ist auch vielleicht ein bisschen interessant. Alles, damit jeder Einbrecher weiß, wie er hier rein und raus kommt. Aber hier führt es dann quasi zum Garten. Garten kommen wir auch gleich. Dann haben wir hier noch einen Kühlschrank. Hier haben wir so allgemein Küche Nummer 2. Küche, ne? Nummer 2, genau. Wasser, immer wichtig. Wasser haben wir im Kühlschrank drin. Ah ja, Wasser. Muffins, Proteinshake, Milch. Ich glaube, der Kameramann hat auch Durst. Ach so, sie wollen auch was drin. Ja, gönnen sie sich, kein Problem. Biete doch mal den Zuschauern auch was an. Schade, gastfreundlich leider nicht, Kapi. Die Uhr ist von London, Freunde. Haben wir einfach aus London importieren können. Und was sind diese Bilder hier? Das hat halt wieder was mit seinen Eltern zu tun, denn seine Eltern, kannst du auch selber erzählen gerade, sind Flugzeughersteller. Die Nummer 16 ist mein Geburtsjahr, 1916. Das ist tatsächlich, das sind unsere Boote. Das sind unsere Boote, die wir hier selber gemacht haben. Sieht deine Mutter immer noch so fresh aus? Was haben wir gestern gemacht? Das haben wir jetzt gerade runterbeleidigt. Nein! Dieser Raum, ja? Das ist eigentlich der geilste Raum. Aber was es mit diesem Raum auf sich hat, müssen wir leider später euch erzählen. Dazu kommen wir vielleicht später. Vielleicht auch nicht. Ich werde es noch nicht verraten. Aber wir rennen jetzt mal ganz schnell hoch. Kommt mit, Jungs. Komm, schnell. Also, hier kommen wir wieder zu Labyrinth Nummer 2. Wir haben hier vier unterschiedliche Türen und eine Treppe, die nach oben führt. Hier haben wir eine Tür, dort haben wir eine Tür, dort und dort. Wir machen jetzt ein Ratespielchen. Ein YouTuber. Hier befindet sich ein YouTuber. Wir können ja mit dieser Tür starten. Dieser YouTuber ist noch nicht da.
Aber er hat relativ oft bis jetzt gesagt, er wird kommen, aber er war bis jetzt noch nicht einmal da. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welcher YouTuber das sein kann. Du kannst ja mal einen Tipp geben. Ich gebe keinen Tipp, dann weiß man's. Sicher? Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Dieser YouTuber, der hier wohnt, Leute, der war relativ oft in den Instagram-Stories zu sehen, in den Videos und hat selber auch schon preisgegeben, dass er hier wohnt, aber ist gerade auch wieder in Deutschland, deshalb zeigen wir euch das auch nicht. Dann haben wir hier eine weitere Tür. Hier dieser YouTuber, der sich hier befindet, wird auch bei uns manchmal, wenn eine Aufnahme ist, die Krähe genannt. Weil wenn er anfängt zu schreien, dann hörst du das im ganzen Haus. Ja? Kennt ihn wahrscheinlich auch alle. Da zeigen wir natürlich das auch nicht, weil er gerade wieder in Deutschland ist. Und hier, Leute, hier wohnt. Jo, lauf, die können wir kurz reinkommen, wegen Haustour. Komm rein. Das geht. Leute, hier, willst du selber forschen oder sollen wir das ganz schnell machen? Mach du, komm. Okay, Leute, lauf dieses Zimmer, einfach nur geil, riesig, richtig Hammer. Hier hat er seinen eigenen Bluetooth und hier sein, guck mal seine Zentrale an, ja? Guck mal, wenn ich Videos aufnehme, mache ich den hier und dann sieht mich keiner mehr und alles ist schick. Richtig geil. Also ich sag dir, oder mit Abstand finde ich, Lofties Zimmer und unser, also mein Zimmer finde ich am geilsten. Wie geil ist das bitte? Dann habe ich hier noch Abstück, dürfen wir da rein? Kurz? Ja. Oder lieber nicht? Geh rein, ist nicht aufgeräumt. Okay. Die Karten. Hier sind so ein paar Karten. Krimskram müssen wir auch jetzt nicht großartig zeigen. Aber ist eigentlich ordentlich. Ich finde es schon ordentlich. Dann zeig mal kurz selber nochmal dein Badezimmer. Da Badezimmer. Nicht reingeben. Nichts Besonderes. Ich bin ja auch riesig. Geil, auf die. Gut, dann sehen wir uns später. Okay, viel Spaß. Ciao. Ciao, Bro. Ey! Und like das Video jetzt. Ihr gehört, Leute, like das Video, wir gehen jetzt hoch. Also, Lofties Zimmer habt ihr gesehen, war auch unnormal riesig. Und hier oben, Freunde, müssen wir kurz aufpassen, ob wir das zeigen dürfen. Eigentlich schon. Ja, ein paar Unterhosen. Hier ist halt so, hier machen wir unsere Wäsche halt, ja. Wäsche hier, Wäsche da, zwei Waschmaschinen. Ist ein bisschen unordentlich, leider. Weil der ein oder andere halt sich auch nicht an die Regeln gehalten hat, aber ansonsten eigentlich schon. Dann können wir mal kurz hier rausgehen. Hier musst du aufpassen, dass sie vielleicht nicht zu viel liegen. Wie man sehen kann, Aussicht mehr. Ich will nicht zu viel verraten, ja? Aber beim Hide-and-Seek-Video sind ganz krasse Sachen passiert. Komm mal hier rüber. Guck mal, wie tief es hier runtergeht. Wow, guck mal, wie tief es hier runtergeht. Und ich sag nur, Leute, der ein oder andere Kandidat dachte sich, komm, ich mach mal hier ein bisschen Parcours. I run up and see some monkeys jumping over and over. Bro, why? It's dangerous. Actiongeladenes Hide-and-Seek vom Allerfeinsten. Dann, Freunde, hier auf der Seite die ganzen Befestigungen von unseren ganzen Ventilatoren von Klimaanlage. Also nicht Ventilatoren, sondern Klimaanlage. Hier gibt es unterschiedliche Terrassen, zum Beispiel von Kreaturen, die nur das Weite suchen, wenn sie uns begegnen. Follow me, come, come with me. Come with me, I'm the inspector. Seid ihr bereit, ein bisschen Sport zu machen? Ich will dabei. Hey, Junge! So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo wir uns eigentlich alle am meisten wohlfühlen, außer halt in unseren eigenen Zimmern, aber hier chillen wir eigentlich am meisten. Hier machen wir ab und zu, sagen wir mal, ein paar Sachen zum Essen, packen wir darauf, logischerweise auf den Tisch. Jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, unser eigener Pool, der von hier vielleicht jetzt so aussieht, als ob das nicht tief ist, aber der ist einfach 2,10 Meter tief, Leute. Also nicht mal ein Loft, die kann da einfach stehen. Warum setzt du dich da schon wieder hin? Möchtest du auch so einen Pool? Dann komm in die Gruppe. Wir zeigen dir, wie du so einen Pool bekommst. Echt jetzt, Junge? Na, komm. Da. Komm mit. Dann haben wir noch. Guck mal, wie laut das ist. Wer lauter machen kann, okay? Nein. Muchas gracias, afición. Ich bin para vosotros. So, dann geht's hier weiter. Hier kann man auch chillen. Diesen Bereich haben wir eigentlich noch nie benutzt. Da kann ich vielleicht noch mal die ganze Terrasse zeigen. Aber
Allein aus Respekt wollte ich halt nicht deren Zimmer zeigen, wenn die selber nicht da sind. Soll die halt selber machen. Warum soll ich deren Zimmer zeigen, wenn die selber noch nicht da sind? Vielleicht wollen die ja selber eine Rumpe machen. Also sollen die eigentlich über das selber machen. Garage kann ich auch zeigen. Was ist der Vorderbereich? Hast du ja auch, glaube ich, schon gezeigt, oder? Ja, genau. Dort rechts geht hier auch nochmal an. Und ich sag euch, da gab es eine Sequenz im Heidenzieg, Leute. Die sind gesprintet wie sonst was. Wie zwei Leoparden. Mit Kamera. Jeder von uns hat natürlich seine eigene Perspektive und Kamera. Bro, wir sind da gefühlt runtergejumpt, sind gerannt wie sonst was. Kommt auch Sonntag. Das ist halt der andere Part, wo man von unten quasi auch rausgehen kann. Wo ich euch die Toilette vorhin gezeigt habe. Und der Boden ist heiß. Jetzt gehen wir mal kurz zur Garage. Boah, eine riesen Hornisse, guck mal. Die ist so fett. Auf der Kamera. Oh mein Gott, wie riesig ist sie. Siehst du das? Kommen Sie mit. Gefährlich. Wir begeben uns hier in den wahren Dschungel. Das ist jetzt der Bereich, wo ich sage, Horrorfilm beginnt, ja? Das müssen wir aber im zweiten Part machen. Und das würde ich so als extra Special-Video machen. Wir haben hier ganz viele Eingänge und das ist alles vernetzt durchs ganze Haus. Also dieser Keller ist so übertrieben riesig. Du gehst in einen Raum rein, kommst irgendwo raus, Leute. Und überall sind Spinnnetze, Tiere, Kakerlaken. Wir haben hier sogar Schlangenhaut und sowas gesehen. Irgendjemand meinte sogar, dass er einen Vogel hier gesehen hatte. Aber, Bro, wer sich da reintraut, GG, Respekt. Ich habe da sogar schon mal einen Menschen gesehen. Stimmt, wirklich. Darfst du das? Nein. Okay, das können wir auch noch kurz zeigen. Hier ist es noch, ich sag mal, die nicht gefährliche Zone. Ich weiß nicht, ob es hier zu dunkel ist, aber du siehst hier direkt wieder drei Türen, ja? Von hier siehst du drei, vier Türen. Hier ist auch nochmal wieder was. Also Freunde, wenn ihr das sehen wollt, dass wir so eine Horror-Story daraus machen, ich würde nicht sagen gescriptet, sondern ich weiß nicht, einer versteckt sich und der andere muss den anderen suchen und die Aufgabe ist es, den anderen zu erstrecken. Ich glaube, wie wär's mit einer Nacht dort schlafen? Übertreib jetzt 24 Stunden. Keine Ahnung, müssen wir machen, Leute. Falls ihr das sehen wollt, Hashtag Horrorvideo in die Kommentare jetzt machen. Und ich würde mal sagen, für die Abmoderation gehen wir mal kurz zum Pool. Freunde, das war die Haustour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, vor allem auch wegen dem Hide-and-Seek-Video. Und ich kann mich nur bei euch allen bedanken. Danke, dass ihr quasi immer die Videos anguckt, supportet, dass wir uns hier sowas dank euch erlauben dürfen. Deshalb nochmal, Leute, als Bonus, weil wir heute noch nicht im Pool waren, wenn wir jetzt das so machen, Bro, der Verlierer von uns muss gleich in den Pool reinspringen mit Klamotten. Bist du dabei? Ich war ESL, chemischer Papierspieler, ne? Okay, Bro, ich werde dich fertig machen. Okay. Einmal Xing Chang Chong. Nein! Bro. Leute, seid ihr bereit? Let's go! Ich bin ein Ehrenbruder und ich gehe auch rein. Let's go! Freunde, sollen wir mal eine Pool-Challenge machen? Ey, ich komme auch ins Wasser. Nein, komm nicht! Nein, die Kamera!